damit eine Militarisierung der Verfassung der Bundesrepublik in massiver Art und Weise voranzubringen. Wenn man das in die Geschichte der Verfassung einfügt, hat das eine ähnliche Wirkung wie damals die sogenannten Notstandsgesetze, als es darum gegangen war, nach innen die Militarisierung durchzusetzen, so wird jetzt nach außen die Militarisierung durchgesetzt. Es ist eine Schande, dass wir erleben müssen, dass eine von SPD und Bündnis 90 die Grünen geführte Regierung sich aufgrund von aktuellen Diskursen dazu hinreißen ließ, diese 100 Milliarden festzuschreiben, und auf der anderen Seite wir erleben müssen, dass Geld für Bildung, das Geld für Klimaschutz und das Geld dafür fehlt, diese Gesellschaft transformativ voranzubringen. Deshalb hat sich ein breites Bündnis zusammengefunden, um heute noch einmal deutlich zu machen, wir nehmen diese Grundgesetzänderung nicht hin. Wir sagen Nein zu dieser Grundgesetzänderung. Wir wissen natürlich, dass wir am heutigen Tage nicht mehr die Chance haben, das zu verhindern, weil sich eben die Koalition gemeinsam mit der CDU-CSU darauf geeinigt hat, diese Grundgesetzänderung festzuschreiben. Aber ab dem heutigen Tage, das kündigen wir der Bundesregierung, das kündigen wir auch zukünftigen Bundesregierungen an, werden wir den Widerstand gegen diesen Wahnsinn im Grundgesetz beginnen und so lange dafür werben und so lange dafür kämpfen, bis dann diese Änderung aus dem Grundgesetz wieder herausgestrichen wird. Liebe Freundinnen und Freunde, was erleben wir denn zurzeit? Da stellen sich Militaristen aus der Bundeswehr, da stellt sich die Bundesregierung hin und tut so, wie wenn die letzten 20 Jahre zu wenig Geld für die Rüstung ausgegeben wurde. Das ist doch geradezu Wahnsinn. Es ist nicht zu wenig Geld für die Rüstung ausgegeben worden, sondern wir geben seit Jahren und Jahrzehnten zu viel Geld für die Bundeswehr aus. Und deswegen machen wir als Naturfreunde deutlich, wir wollen gemeinsam mit der Initiative Abrüsten statt Aufrüsten dafür eintreten, dass nicht 2% dessen, was das Bruttoinlandsprodukt ausmacht, für Rüstung ausgegeben wird, sondern dass wir mittelfristig dazu kommen, dass gar kein Geld mehr für Rüstung ausgegeben wird. Das ist doch eine der Dinge, die heute vergessen wird, dass wir in den 70er, in den 80er Jahren dafür eingetreten sind, Militär und Militarismus zu überwinden. Und das steht heute genauso auf der Tagesordnung, wie das vor 10 oder 20 Jahren der Fall gewesen war. Und wir machen als Naturfreunde und Naturfreunde auch deutlich, dass diese Politik, die die Bundesregierung einschlägt, dazu führen wird, dass es nicht zu einer Entspannung in der heutigen katastrophalen Situation kommen wird, sondern das Liefern von Waffen genauso wie die Aufrüstung der NATO und der Bundeswehr wird dazu führen, dass es zu immer weiteren Verspannungen und nicht Entspannungen führen wird. Und es kann doch nicht sein, dass ein großer Teil der Leitmedien in der Bundesrepublik darüber berichtet, dass in Russland viel Geld für die Rüstung ausgegeben wird. Das halten wir natürlich für verkehrt. Auch diese 60 Milliarden sind zu wenig. Aber die deutsche Rüstung wird bald mehr ausgeben wie die gesamte russische Rüstung zusammen. Dass in China der Rüstungshaushalt massiv erhöht wurde und auf der anderen Seite für die westeuropäischen NATO-Staaten ein Aufrüstungsprogramm aufzulegen, wie es in der Geschichte der NATO so noch nicht da gewesen war. Und deshalb möchte ich euch allen danken, dass ihr in der Kürze der Zeit heute hierher gekommen seid und gemeinsam mit uns deutlich macht, dass wir Nein sagen zu dieser Aufrüstung. Die Bundeswehr braucht keine neuen Panzer, die braucht keine atomare Aufrüstung, die braucht keine neue Ausrüstung, sondern wir brauchen endlich Abrüstung, die die Bundeswehr wieder verkleinert, die weniger Geld für Militär ausgibt und die deutlich macht, dass wir eine andere Form der Außenpolitik wollen. Aber leider müssen wir ja erleben, dass die heutige Außenpolitik wie in den 1920er Jahren zurückkehrt in Drohungen. Dass die heutige Außenpolitik dazu zurückkehrt, dass sie glaubt, nur ein Recht des Stärkeren könnte einen Frieden in der Welt schaffen. Und jede und jeder von uns weiß, dass diese Forderung Blödsinn ist und dass diese Forderung nicht funktionieren wird. Nur wenn man aufeinander zugeht, wenn man miteinander redet, wenn man gemeinsam dafür eintritt, dass die verschiedenen Interessen auch miteinander ausgeglichen wird, lässt sich eine friedliche Welt herstellen. Und deshalb machen wir heute als Bündnis, deshalb machen wir Naturfreunde eindeutig klar, wir sagen Nein zu den 100 Milliarden und wir sagen Nein zu einer Änderung des Grundgesetzes für diese 100 Milliarden. Kriegsverrat ist Friedenstag! Kriegsverrat ist Friedenstag! Da kann ich dem Lothar natürlich recht geben. Wir als Naturfreunde, genau wie Lothar in seinen Organisationen, sind immer dafür eingetreten. Die besten Soldatinnen und Soldaten, die wir kennen, sind diejenigen, die ihre Waffen zur Seite schmeißen,
Die besten Soldatinnen und Soldaten sind diejenigen, die den Kriegsdienst verweigern und egal für welche Mächtigen der Welt sie eingesetzt werden sollen, nein zu jeglicher Form von Kriegen und nein zu Militarismus. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, sind wir heute hier, um als Friedensbewegung deutlich zu machen, wir werden die SPD, wir werden Bündnis 90 die Grünen massiv unter Druck setzen und gemeinsam dafür eintreten, dass dieser Wahnsinn zurückgenommen wird. Ich sage euch heute übrigens schon mal voraus, in dem Augenblick, wo diese beiden Regierungsparteien, SPD und Bündnis 90 die Grünen, in der Opposition sind, werden die als oppositionelle Parteien plötzlich erklären, haben wir bei anderen Gesetzen auch schon erlebt, dass sie auch vielleicht doch nicht so richtig gelegen hat mit der Grundgesetzänderung. Dann werden sie verkünden, oh, jetzt müsse man dafür eintreten, das Grundgesetz wieder zu ändern. Nur dafür wird auch wieder eine Zweidrittelmehrheit gebraucht werden. Und was wir heute erleben ist, dass die Militaristen auf der rechten Seite mit dieser Grundgesetzänderung die Chance gegeben wird, die Militarisierung in diesem Land in den nächsten Jahren und Jahrzehnten voranzubringen. Und dazu sagen wir Nein. Deshalb danke, dass ihr alle da seid.